Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft zu Let's Play Minecraft Survival Games. Ich habe letzte Runde jetzt verloren, weil da so ein Typ war und der hatte einfach voll Iron und ich hatte kein Essen mehr, damit ich unter Wasser verloren hat und gleichzeitig noch so ein bisschen, will ich sagen, ertrunken. Der Typ war richtig schlecht und das hat mich ein bisschen aufgeregt, weil er hatte auch noch ein Eisenschwert und nicht nur so ein blödes Holzschwert. Das ist ein bisschen doof von Survival Games, dass ich auch so wie entscheiden kann. Aber ich habe Steinschwert gefunden, deswegen ist das alles okay. Mit dem Steinschwert kann man sehr, sehr gut Leute töten. Das ist sehr, sehr gut dafür geeignet. Viel besser als so ein klappriges Holzschwert. Die Karte hier kenne ich zum Glück auch. Oh. Ich nehme das Essen. Eigentlich ist es gerade ein scheiß Moment, um was zu essen, aber... Jolo. Ich springe hier runter. Oh, es geht keiner meiner Route. Schön. Ich wahrscheinlich nicht die beste Route, die man gehen kann, aber... Finde ich eigentlich nur Hosen heute? Hosen und Helme Runde? Die Hosen und Helme Runde. Angel zu haben, natürlich auch ganz praktisch. Aber die Kiste ist, glaube ich, noch voll. Ja. Hosen und Helm und Schuhe. Grey Spirit vorbei. Ja. Ich glaube, dann gehe ich ja lieber nicht hoch. Dann geht's nach hier hinten. Da ist noch eine Kiste, da ist noch eine Kiste, da oben ist eine Kiste, da ist eine Kiste und da hinten drin sind ein paar Kisten. So viel kann ich euch sagen. Und eine Harnisch. Oh, sehr schön. Harnisch anziehen. Experience Flasche werfen. Und dann nach hier rüber springen. Da die Kiste ich mir jetzt auch noch. Ich hoffe, ich finde eine Angel. Das wäre sehr, sehr schön. Dann könnte ich nämlich endlich Leute angeln. Was sehr, sehr praktisch ist. Oder ein Bogen halt. Ich war eine Angel. Naja, dem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Das ist ja sonst gemein. Er schenkt dir was und du guckst und du sagst einfach nein, ich will was anderes. Oder noch den ersten Noob schon. Soll ich ihn jetzt töten gehen? Bin mir nicht sicher. Hier ist die zweite Kiste hier. Also die eine Kiste hier und da oben ist ja. Ich hole nur die da oben mal. Da gehe ich normalerweise nicht hin, ich weiß nicht warum. Boah, ich hasse dich immer und sehr gerne Minecraft. Die Moment, in die ich jetzt esse, verliest du einfach so eine halbe Keule. Kacke. Ich mag das nicht. Wenn der Typ sich jetzt ernsthaft mit mir anlegen will, lache ich ihn aus. Guck mal, ich habe vielleicht gar nichts, aber ich will trotzdem gegen dich kämpfen. Macht das nicht Sinn? Ah ja, doch ein Helm. Cool, er hat einen Helm. Das Eisen sogar. Den lohnt sich dann noch fast schon zu töten. So, anziehen. Hau nicht dauerhaft in die Luft, das ist nicht gut für deine Gesundheit. Guck mal, deine Waffe. Schleichen wir uns von hinten an. Ich soll eine Hose haben. Die Chainhose ist das einzige... Chainhose ist ja was besseres als die normale Goldrüstung. Und jetzt habe ich dich. Spaß, die. So. Schnell was essen. So, meine Schwester kurz mit extremen Handzeichen signalisieren, dass sie aus dem Zimmer rausgehen soll. Und mein Wellensinn, ich hätte sie wieder mitgebracht. Danke, Marlene! Musste das jetzt sein? Nimm ihn wieder mit! Nimm ihn mit! Nimm ihn mit! Tu es für mich! Ich glaube, meine Schwester tut es für mich. Ich will mein Wellensinn dich nicht mitnehmen. Das war eine gemeine Schwester. Wenigstens werde ich die wahrscheinlich gewinnen mit meiner Ausrüstung hier. So. Ich habe da auch schon ein Team getötet, es hat einfach in der Lobby geschrieben, Team, und das ist doof. Ja, da darf man mit dem Team in der Lobby schreiben. Dann zeigen sie schon, dass sie totale Kacknoobs sind. Und ich weiß nicht, wie das Spiel richtig funktioniert. Halt jetzt ein Maul, wählen sie dich. Ich hätte niemand gefragt. Warum bist du immer dann schon, wenn ich dir nichts sage? Entschuldigung, ich bin Vogel. Ich unterhalte mich einfach noch ein bisschen mit ihm. Na, wie war dein Tag heute? Ja, meiner, der war auch ganz schön. Ja, wirklich. Wirklich? Hat er recht gemacht? Wow, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich hätte Jimmy mir ganz anders eingeschätzt. Hast du vollkommen recht. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Jetzt darf ich zu unterbrechen. Ich rede gerade. Also bitte, Jimmy. Ich meine natürlich Tommy. Man will sich das nicht Tommy, aber ich nenne ihn Tommy. Ja, Tommy. Ganz, ganz toll, Tommy. Hat er wirklich? Wow. Das bringt ihm das Ganze eine Völle. Das bringt ihm das Gespräch eine ganz neue Ebene. Wirklich? Bist du ganz sicher? Okay, bin ich wirklich ganz sicher. Ich glaube, der meint es echt ernst jetzt. Ich hoffe mal, das ist so schlimm. Ich hoffe, der kriegt jetzt keinen Krebs oder sowas. Das wird sehr, sehr schlecht, wenn man wählen sich. Ulf, der geht da wieder richtig ab. Mit dem Gedanken, dass er sterben muss. Hey, das ist ja nicht.
Eigentlich für ein Schwert haben. So, sie ist jetzt die Ausrüstung anziehen und mich dabei wegporten, damit der andere schon ein bisschen bekommt. Was essen? Essen ist ganz wichtig, Kinder. Nicht vergessen, dass ihr essen müsst. Ich schon wieder, du. Jetzt bin ich aber besser als du drin. Das ist unsere letzte Begegnung geworden. Du bist geschlagen, weil du im Kacken bist. Bist du tot. Stirb, du Hurensohn. Jetzt mach dich kaputt. Ja, einfach. Feuer in der Nähe von Wasser ist nicht doof. Feuer in der Nähe von Wasser ist richtig schlau, stimmt zum Pfosten. Der richtigste Kackenbruch zieh nicht. Der hält mich richtig auf. Letzte Runde hat er mich schon getötet, weil ich da unter Wasser war oder so und jetzt hat er mich getargetet. Der Spasti. Ist extra von hinten auf mich zugekommen. Nur weil er mich nicht mag. Full Iron, schön, schön, danke Dasher. Deine Kacknoob. Ich mag den Dasher nicht. Der hat mich letzte Runde getötet, weil er richtig schlecht ist. Warum blute ich eigentlich? Blut, blut, blut. Oh. Ich blute ja gar nicht mehr. Doch, ich blute noch. Cool. Hab ich noch einen goldenen Apfel? Nee, schade. Blöder Dasher, ich mag ihn nicht. Ja, Dasher ist tot. Das freut mich immer richtig krass gerade. Hab ich den ehemaligen Kacknoob-Töter gefunden habe. Ja, der hat mich nämlich in dem Wasserkampf besiegt. Wobei ich kein Essen hatte. Schlechtere Rüstung, schlechteres Schwert. Und ich ihn trotzdem viel auf Level zit habe. Das hat mich richtig aufgeregt. Weil ich war technisch gesehen der bessere Spieler. So. Craften ist schon immer. Nein. Es wird auch von der Karte, auch auf einer Karte, die ich überhaupt nicht kenne. Na, wenn's für dich gehört ja Regal, jetzt bin ich so gut, dass du jetzt dran sitzen musst. Ich dachte jetzt mein Bier kaputt. Ich lese vielleicht nicht, aber ich mach sie trotzdem kaputt. Was wollte ich behalten? Aber nein, er macht sie kaputt. Einfach so. Er fragt mich mal nach. Er macht sie einfach kaputt. Einfach kaputt machen. Stimmt's, wenn's für dich? Einfach kaputt machen. Nur 3 Kills diese Runde, ist richtig schlecht. Ich muss langsam mal irgendwas finden. Kann mich auch hier TNT anzubrennen. Oh nein, wir haben einen Champion dieser Runde. Ein King irgendwas. Die sind normalerweise nicht so extrem gut, halt besser als die normalen, aber nicht so gut. Ich brauche eine Angel. Hey, kann man die Itemfenster hier abbauen? Oh, ich habe mich schon gefragt. Ich will eine Angel haben. Oh. Da hinten ist bestimmt irgendwas. Ich weiß es doch. Ich war eigentlich noch nie im Teil der Karte da hinten. Da gehe ich generell nicht hin, da streibe ich mich mal von. Ich bin über auf dem Land. Bin ich mich sicherer. Vor allem, wenn ich keine Angel habe. Das Wasser schon ziemlich doof, wenn man Leute sich von sich fernhalten kann. Aber ich habe jetzt Veränderperlen. Deswegen ist es gut. Veränderperlen. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Brücke! 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 Hm. Sehr, 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 sehr schön. Ja. Eindeutig. Wo ist denn jetzt ein paar Gegner? Das ist langweilig. Oh, es ist gleich Showdown. Showdown. Wie alt ist das? Aber ich habe keine Angel. Das ist doof. Lederanisch, ja. Das heißt, hier war einer. Ich hab gefunden. Komm noch her, komm noch her. Brennen. Ich möchte in Aslan. Jetzt habe ich ihn einmal hinter mir. Zu spät. Was ist da gerade eben? Okay, wo ist der? Von wo hat er mich geschossen? Keine Angel. Keine Angel! Oh, das wird wirklich auf mich geschossen. Der Typ da oben schießt auf mich. Na, versuchst du es. Hast einen schönen Tag da oben. Ich hab deinen Kollegen gerade zerstört. Hab dich. Du bist dran. Er rennt da weg. Das Ziel. Warum klingeln in letzter Zeit so viele Leute bei mir? Ich hoffe, das hört man nicht alles. So, Kumpel, du bist jetzt tot. Oh ja, du hast einen goldenen Apfel, bist jetzt stolz auf dich. Wie mache ich das jetzt am besten? Feuerzeug brauche ich erstmal, um den Bogen und zuerst im Nachhinein, um ihn zu finishen. Nicht so wie er da hinten. Obwohl. Der richtig schlaue. Und ausweich. Auch man doch nicht. Ist der richtig Bogenskill war. Ist richtig schnell damit. Burn. Das Burn, habe ich gesagt. Und der hat er gekommen. Und da habe ich ihn kaputt gemacht. Wow, krasser Fight. Was, da lebt noch einer? Ich bin verwirrt. Oh, lebt doch noch einer. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist eine kleine
Rennspielzimmer-Runde wieder. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn auch einer davon wollt. Denn ich habe irgendwie in letzter Zeit wieder Lust auf Rennspielzimmer so ein bisschen. Und jetzt, weil kommt man so einfach in den Server rein, ist echt nicht cool. Ach Leute, bis dann.